Es ist Sonntag, der 5. Oktober 2014, Zeit für die Free-to-Play-News und das sind die heutigen Themen. Bei Aeon erhalten Asmodia nun einen neuen PvP-Buff, Counter-Strike Nexon Zombies startet am 7. Oktober in den offiziellen Release, ihr könnt jetzt Final Fantasy 14 kostenlos anspielen bis Level 20, 4 Online kriegt einen Re-Relaunch am 17. Oktober und Big Point veröffentlicht demnächst ein neues MOBA, Shards of War. Moin moin Leute, mein Name ist ReFazer und ich heiße euch herzlich willkommen zu den Free-to-Play News. Wir fangen direkt mit Aeon an, da habe ich nämlich eine sehr interessante Meldung rausgefunden, denn die Jungs von Gameforge haben gesagt, okay, es herrscht kein Gleichgewicht mehr zwischen den Elios und den Asmodian auf den Servern, zumindest ist es auch ein Großteil der Servern, und daher können sich ab sofort die Asmodia bei einem NPC im Abyss einen Buff abholen. Dieser Buff verstärkt sie im PvP, sie haben einen höheren Verteidigungswert und sie machen auch mehr Schaden. Warum das Ganze? Ganz einfach, es gibt einfach zu wenig Asmodia. Das Ganze betrifft 9 ganze Server und auf diesen Servern könnten sich halt Asmodia-Spieler das holen, damit das Gleichgewicht ein bisschen wiederhergebracht wird zwischen den Elios und eben den Asmodian, was die beiden Fraktionen in Aeon sind. Finde ich cool, man muss aber auch dazu sagen, dass dieser Buff nur in den Abendstunden, heißt also gegen späten Nachmittag und Abend abgeholt werden kann, damit das Ganze auch erst dann wirksam ist, wenn es wirklich zum PvP zwischen den beiden Fraktionen kommt. Meine Frage an euch, spielt ihr aktuell Aeon, habt ihr irgendwie das Gefühl, dass die Balance zwischen den Fraktionen wirklich total kaputt ist und was haltet ihr von diesem Buff? Findet ihr, das ist eine gute Regulierung oder sagt ihr, nee, da greifen sie viel zu stark in das Spielgeschehen ein und das geht bestimmt nach hinten los? Gameforge hat natürlich auch gesagt, sie werden den Buff sofort wieder entfernen, sobald die Balance zwischen Elios und Asmodian auf den einzelnen Servern hergestellt ist und ich bin mal gespannt, ob das dann tatsächlich auch passiert oder ob diese Balance überhaupt nicht wieder erreicht werden kann. Also ich freue mich auf eure Kommentare zu dem Buff, zu Aeon und ob ihr es vielleicht sogar noch spielt. Ups, und da war es schon wieder vorbei. Worüber rede ich? Counter-Strike Nexon Zombies. Ja, das Ganze war ja vor ungefähr 2 Wochen, glaube ich, sogar schon. Ja, kommt gut hin. Da war es ja in die Open Beta gestartet auf Steam und kaum 3 Tage später war die Open Beta wieder vorbei. Keiner konnte es mehr spielen, das Spiel ist offline gegangen, denn die Jungs wollten sich zu dem offiziellen Release vorbereiten und der ist nämlich am 7. Oktober, also am Dienstag, könnt ihr auf Steam das Ganze runterladen und einfach spielen. Ändert sich im Gegensatz zur Open Beta eigentlich nicht viel. Was ich interessant daran finde, ist aber, dass die Jungs von Valve und auch von Nexon gesagt haben, ja, ganz sauber ist die Open Beta nicht gelaufen. Es gibt noch einige Bugs und Probleme, die beseitigt werden müssen. Ob die das in der kurzen Zeit wirklich schaffen bis zum Release, da bin ich auf jeden Fall ja, mir nicht sicher. Ich habe eher meine Zweifel daran. Aber ich frage euch natürlich, was haltet ihr von Counter-Strike Nexon Zombies? Konntet ihr es anspielen? Ich persönlich konnte nur 2 Runden machen, da hatte ich nicht so viel Zeit. Die ich gemacht habe, waren wirklich ganz normalen Counter-Strike, also nichts irgendwo mit Zombies, sondern die ganz normalen Spielmodi. Und das war, ja, Counter-Strike 1.6, glaube ich, Niveau von der Grafik und vom Movement her. Ihr wisst ja, ist nicht ganz mein Ding, aber ich weiß, dass Counter-Strike sich großer Beliebtheit erfreut. Also ab in die Kommentare, ob ihr es spielen konntet, was ihr davon haltet, ob ihr es dann jetzt zum offiziellen Release wirklich regelmäßig spielen werdet. Ich werde es mir auf jeden Fall dann ein bisschen genauer angucken und ein Hands-on-Beta-Video dazu machen, aber ich weiß jetzt schon, das wird kein Spiel sein, wo ich sehr lange am Zocken bin. Also Leute, schreibt es in die Kommentare, ihr findet natürlich in der Videobeschreibung einen Link zu der Steam-App, damit ihr es euch vielleicht vorab schon runterladen könnt und installieren. Und die jetzige Meldung ist eigentlich gar nicht mal richtig Free-to-Play, sondern ja, eigentlich eher so eine Testphase. Ihr könnt nämlich Final Fantasy 14 aktuell bis Level 20 komplett kostenlos spielen. Das Ganze funktioniert über eine Landingpage, findet ihr unten in der Videobeschreibung, dort könnt ihr euch diesen Client runterladen und an sich finde ich es eine relativ coole Sache. Warum nehme ich das hier mit in den News rein? Denn ich habe in letzter Zeit sehr oft die Frage von vielen Abonnenten gehabt, hey, was hältst du von Final Fantasy 14? Und ich habe ja schon mal was davon gezeigt, das heißt, wenn ihr bei mir auf dem Channel danach sucht, werdet ihr 2-3 Videos zu Final Fantasy 14 Aeon Reborn finden und ich persönlich halte es für ein relativ cooles MMORPG. Ich stehe auf Final Fantasy, ich mag das Setting und das Spiel erfreut sich auch aktuell wirklich großer Beliebtheit. Über 2 Millionen aktive Spieler sind wohl dabei oder registrierte, man weiß nie, was man von diesen Zahlen halten soll. Aber Square Enix ist auch so fair und sagt, hey Leute, schaut euch das Spiel erst an und entscheidet dann selbst, ob ihr es spielen wollt oder nicht. Also unten in der Videobeschreibung findet ihr diesen Link, wenn ihr den folgt, könnt ihr den Client runterladen. Ihr könnt 14 Tage lang Final Fantasy 14 kostenlos austesten, bis maximal Level 20 spielen
und die Einschränkungen, die euch erwarten, sind eigentlich relativ kleine Einschränkungen. Ihr dürft den Chat nicht direkt benutzen, sondern halt nur normal reden, nicht schreien, nicht flüstern. Ihr könnt nicht Handeln anfangen, aber auch Handeln, auch kein Handeln annehmen. Und ich glaube, es war noch irgendwas mit einem Auktionshaus. Warum? Um Botter natürlich irgendwie entgegenzuwirken, damit die halt jetzt das Spiel nicht voll machen und ihre Sachen dann verkaufen und keine Angst vor dem Ban haben. Selbst mit diesen Einschränkungen könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das machen werdet, ob ihr Final Fantasy XIV schon gespielt habt und wenn ja, was ihr davon haltet. Bei der nächsten Meldung war ich sehr stutzig, denn es dreht sich um 4 Online. Diejenigen von euch, die mir schon länger folgen, die sollten ja das damals schon gesehen haben. Ich habe schon damals ein Hands-on-Beta-Video zu 4 Online gesehen. Findet ihr bei mir auf dem Kanal, falls ihr es noch nicht gesehen habt und Interesse an diesem Spiel habt. Warum ist die Meldung jetzt irgendwie komisch? Naja, Anfang des Jahres ging das Ganze in die Closed Beta, dann ging es irgendwie 10 Tage später in die Open Beta, dann sollte das Spiel eigentlich offiziell released sein, denn ich weiß noch ganz genau, dass ich das gelesen habe in den Meldungen von 4 Online selbst und dann war irgendwie das Spiel auf einmal weg. Also es war einfach weg, man konnte sich nicht mehr anmelden, man konnte nicht mehr spielen, es war verschwunden. Man hat nie wieder was davon gehört, bis jetzt, denn jetzt heißt es am 17. Oktober startete 4 Online offiziell in den Release. Also von allem, was vorher war, wird einfach kein Wort mehr verloren und man sagt, das Spiel kommt erst jetzt raus und vorher war eigentlich gar nichts. Naja, bin mal gespannt, was das sein wird. Ihr könnt 4 Online natürlich in den Link in der Videobeschreibung finden oder ihr guckt euch das Ganze auf Steam an, denn dort wird es dann auch gelauncht werden. Ich bin sehr gespannt, es hieß auch, es gibt jetzt irgendwie vom 8. Oktober noch eine kleine Closed Beta. Davon weiß ich aber nichts, ich habe keine Mail bekommen, das sind so Gerüchte, die in der Welt gesetzt worden sind. Aber ich packe euch natürlich in die Videobeschreibung einen Link zum Steam Store, dort könnt ihr euch das Ganze dann anschauen und dann ab den 17. Oktober voraussichtlich auch spielen. Meine Frage an euch, was haltet ihr von 4 Online und was haltet ihr überhaupt von diesen ganzen, ja, das Spiel ist released, es ist nicht released, wir tun mal so, als wäre es nie was gewesen und gehen einfach mal wieder in eine Beta zurück. Ich sehe das in letzter Zeit bei immer mehr Spielen, nicht nur Free-to-Play, auch bei anderen Games. Und ich muss auch wirklich sagen, irgendwie nervt mich das ein bisschen. Also 4 Online werde ich sehr wahrscheinlich dann mir dann nochmal anschauen, euch das Ganze nochmal zeigen, aber ihr könnt es natürlich auch selber machen. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr 4 Online vielleicht vorher sogar gezockt habt und ob es euch Spaß gemacht hat und ihr es euch nochmal anschauen werdet. Und die letzte Meldung für die vergangene Woche dreht sich um Shards of War. Ihr habt noch nichts davon gehört, kein Wunder, es ist nämlich ein komplett neu angekündigtes Spiel, das Ganze nämlich von Big Point und es wird ein Client-MOBA. Ja, wir haben nicht schon mehr als genug MOBAs denn aktuell, aber ich habe diese Meldung mit reingenommen, weil ich sie doch relativ interessant finde. Es handelt sich dabei um ein MOBA und es steckt eine Story dahinter, die interessiert aber keinen. Nun ist es ein Client-MOBA und man hat halt Champions, man hat steuert mit WASD, man hat verschiedene Loadouts und ähnliches. Von dem Video, was ich gesehen habe und von dem, was ich gelesen habe, hat mich das Ganze sofort an Merc Elite erinnert. Kennt ihr noch Merc Elite? Das war nämlich ein Browser-MOBA von Big Point und dort wart ihr mit Söldnern unterwegs. Ich fand das Spiel an sich wirklich gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie hat es sich nicht rentiert, sodass Big Point vor, glaube ich, jetzt einem Monat gesagt hat, wir schalten es ab. Es sieht aber so aus, als hätten sie einfach das Spielprinzip und das fertige Spiel schon genommen, neues Setting jetzt draufgepackt, das ist nämlich irgendwie Sci-Fi, Laserguns, Pew Pew und dann bringen die das komplett neu und auf einmal als Client-Game raus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also ganz ehrlich, was ich gelesen habe, es ist nichts Innovatives dabei. Ich werde es mir ganz bestimmt nochmal anschauen, aber letztendlich glaube ich, wird das einfach ein Merc Elite 2.0. Man versucht aus dem, was man hatte, nochmal Cash rauszubringen, das Ganze nochmal rauszubringen, neu rauszubringen. Erinnert mich irgendwie an die Meldung von 4 Online eben. Und ja, bringt irgendwie letztendlich einen MOBA, der so ist wie alles andere und der wahrscheinlich auch nicht erfolgreich sein wird. Ich freue mich auf eure Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr auch langsam keine MOBAs mehr sehen könnt, was ihr davon haltet, dass Merc Elite sehr wahrscheinlich dann wiederverwertet worden ist, ob ihr es damals schon gespielt habt oder ob ihr sagt, nein, nein, das sieht alles ganz anders aus, das ist bestimmt total awesome. Also, ab in die Kommentare damit, ich packe euch natürlich unten in die Videobeschreibung noch einen Link zu der Meldung und da ist, glaube ich, irgendwo auch die offizielle Seite von Shards of War verlinkt. So Leute, das soll es gewesen sein von mir mit den Free-to-Play-News der vergangenen Woche. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, Hashtag habt gesehen oder so ein Scheiß und natürlich auch, wenn ich euch irgendwie informiert und amüsiert habe. Kleiner Hinweis in eigener Sache, ich habe gestern ein Video rausgebracht, in dem ich euch um eure Top 10 Free-to-Play-Games des vergangenen Jahres frage und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch dieses Video anschaut, da mitmacht, damit ich dann am Ende eine richtig schöne Liste mache, wo ich einfach von allen die Meinung zusammentrage und wir so die 10 besten Spiele irgendwie in einem Video unterbringen können.
Natürlich hoffe ich auch, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video. Und bis dahin sage ich ciao. Ich bin da mal raus.